Hey Leute, ich weiß gar nicht, ob das im Rico recht ist, aber oh, ich habe jetzt Bock, mal ein bisschen zu kommentieren. Das ist unser guter alter Rico mit seinem. Was wird er denn? T110, ne? Ja, genau. E3 ist ein neuer Zehner. Mal schauen, was er macht. Sie sind sehr mutig, in die Ecke zu fahren, weil da kommt einiges. Einiges. Haben wir eigentlich Arti? Oh, eine, das geht noch. Jetzt schauen wir mal, was so reißt. Unser guter Rico. Das muss wehtun. Ein bisschen kleiner die Minimap. Ich müsste jetzt ertragen, ich habe einfach Bock gerade. Einen Kaffee zu trinken und ein bisschen zu quatschen. Schon das Übliche, ne? Ecken, Gebumse. In der Heavy-Ecke. Die 9er-0er-Linie ist recht frei, das ist ziemlich riskant. Mal gucken, ob es gut geht. Oh, der hat wohl zu viel am Klebstoff geschnüffelt. Gut, ein Typ 5 schwer kann man schon mal mit vorfahren. Da kommt ja einiges. Junge, Junge, Junge. Guck mal. Wir sind gerade mal zu zweit näher da. Gut, okay. Aber trotzdem. Mutig, mutig. Aber gut, jetzt ist der WZ und der E75 aufgerückt. Der 60 TP, der 10er Pole. Gutes Teil frontal. Jetzt kann man schon was reißen. Aber wenn die nicht aufgerückt wären, wären sie wahrscheinlich schon längst tot. Gehen wir nochmal auf den Rico. Was haben wir denn bis jetzt auf der Uhr? 1,5. Oh. Der 10er Pole. Aber er hat keine Lust mehr, glaube ich. Was hat er denn? Er geht. Was ist denn los? Na komm. Der ist aber schüchtern. Rico muss immer ein bisschen auf seinen Weak Spot da oben aufpassen. Die Kommandantenluke. Sonst ist das Ding recht gut gepanzert. Ja. T30 kriegt ein bisschen Muffeshausen, glaube ich. Jetzt. Jawohl, feines Schüsschen. Das ist typischer Typ 5 Schwerfahrer. Der fährt halt einfach. Der fährt einfach zu, ne? Egal was da steht, wenn es der eigene ist. Er muss auch nicht ausweichen. Nö, muss er nicht. Oh, seitlich raus, das ist riskant. Das war so typische Typ 5 schwer. Aktion! Er fährt halt einfach, ne? Scheiß drauf. Was ist das Objekt? Jetzt. Wir haben sie böse erwischt. Wirkungstreffer. Ja, zumindest Kette drin schön. Durch das Viech durchzukommen ist recht schwer. Zeitlich, also so angewinkelt.
Typ 5 lebt immer noch hinter ihm. Naja, gut, sollen die zwei Dicken da hinten rumkloppen. Trafen sich zwei Typ 5 schwer in der Heavygasse. Mal gucken, wer kriegt dann Arsch rein. Ah, die Zeit ist auch okay, ne? Nehmen wir. Das ist das Problem hier, man darf nicht zu weit vorfahren. Dann kriegst du sofort von da hinten, von der Foch, von den ganzen TDs. Ziemlich riskant. Aber ist nochmal gut gegangen. Nochmal. Hätte genauso gut sterben können. Unser Kollege hier. Aber manchmal muss man auch Glück haben. Die Ruhe macht ein bisschen auf. Nee. Der Neuner, deutsche Leit. Tja. Was nun? Hinten steht halt noch die Foch. Der hat ihm, glaube ich, schon eine eingeschenkt für 800, oder? Aber manchmal muss man abwarten. Und warten. Und warten. Jetzt. Oh. Außer den ersten Gang drin gehabt. Nochmal einen Schluck Kaffee. Hm. Ja, Vorfahren ist. Ist der? Ruhe ist gestorben. Vorfahren ist echt tödlich. Jagdtiger Foch. Das willst du nicht. Er saß bestimmt. Also müsst ihr euch gut merken, wenn da hinten noch TDs stehen, nicht vorfahren. Seien ihr seid relativ schnell. Obwohl der Ruhe ist auch schnell, ne? Macht das 60 TP hoffentlich was auf. Ja. Vielleicht kann er den noch snacken. Kleiner Jagdtiger-Snack geht doch immer, oder? Oh, zu weit nach rechts gezielt. Jetzt könnte man vielleicht vorfahren, weil jetzt sind sie gleich abgelenkt. Ja, jetzt kriegen sie Panik. Ja. Ein Stückchen Jagdtiger noch oder Foch. Na? Guten Appetit. Gott. Was haben wir denn? 5-7 und 4-5. Wow. Oh. Gut gemacht. Okay, bis die Tage.